und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute einen Mod, wo ihr praktisch in dem Fall hier mit dem MAN, mit dem Brückenaufbau, oder wenn ihr zum Beispiel einen Sprinter habt oder einfach einen anderen LKW mit dem Aufbau ohne Hänger, Fracht transportieren könnt. Das wird immer wieder mal gefragt und jetzt haben wir hier ein Update für die 1.42 und das will ich euch zeigen, wo und wie das funktioniert. So, ich gehe jetzt hier ganz normal den Auftrag, ich hole mir meinen Laster, ne? Ohne Laster kein Zaster, hole ich mir meinen LKW oder meinen Sprinter oder einen anderen LKW, ist egal, Hauptsache ohne Anhänger, ne? Ohne Trailer. Dann gehe ich hier bei die Aufträge rein, ganz normal, und dann findet ihr hier zum Beispiel hier Säcke, da haben wir irgendwelche Gasbottles, hier haben wir Paletten, dann haben wir hier irgendwie, glaube ich, Mehl und, dann gibt es diverse Frachten, die ihr dann hier auch noch unten, auch noch irgendwie so komische Säcke, die ihr transportieren könnt. Und ich klicke das jetzt hier mal an. Warte mal, machen wir mal. Warte mal, was haben wir denn hier alles? Das ist bei NBFC. Sellplan. Kommen wir mal zu Sellplan. Ach nee, das ist ein Ding. Ups. Moment. Da sind wir. Bei Trameri. Wir fahren jetzt zu Trameri und gucken uns mal dieses Mehl an. Ne? So. Das heißt jetzt, ich habe jetzt hier praktisch meinen MAN. Halt, stopp. Sonst höre ich nicht. Also ich habe jetzt hier mein MAN und wenn ich sage, ich will jetzt mal ein LKW-Fahrer sein, der jetzt mal ohne Trailer unterwegs sein möchte oder Auflieger, wie auch immer, ist er wurscht, dann macht ihr das natürlich mit diesem Mod. Es wird immer wieder gefragt und wir haben ja aktuell nicht die Möglichkeit, dass wir am ETS vorne auf der Zugmaschine laden können. Das gibt es ja aktuell noch nicht. Und das ist natürlich jetzt mit diesem Mod anders. Also was heißt anders? Du kannst jetzt natürlich nicht einen Trailer laden. Das gleich schon mal vorweg. Also dass du sagst, du nimmst jetzt hier die Fracht an, wie ich das jetzt gleich mache. Und dann gleichzeitig hole ich mir doch noch einen Trailer und lade dann hinten den Trailer. Das geht natürlich nicht. Das wäre natürlich noch das Nonplusultra, so zwei Frachten zu laden. Also einmal Zugmaschine und einmal Auflieger. Aber das geht leider nicht. Noch nicht. Ich hoffe, irgendwann kommt sowas mal so. Wäre so cool, so Teilladungen zu fahren oder so. Das wäre mal ganz was Feines. Kennen wir ja alle, ne? So Teilladungen zu fahren. Bestimmt sehr interessant. Was ist denn nur hier? Habt ihr auch mal rot oder so eigentlich? So. Jetzt fahre ich zu Trameri rein und gucken wir uns das mal an. Denn mich interessiert natürlich auch das Aufnehmen der Ware. Da hat man hier und da immer wieder Probleme. Und das gucke ich jetzt mal, ob das jetzt hier besser gehandelt ist. Ihr könnt natürlich trotzdem jetzt in dem Fall jetzt hier in dem Fall hier bei dem MAN oder gibt es ja auch für den Scania, könnt ihr natürlich trotzdem den Hänger hinten dran machen, ne? Also theoretisch gesehen, aber der Mod ist eigentlich dafür da, um sagen zu können, ich fahre ohne Auflieger und fahre praktisch mit meiner Brücke so durch die Gegend. Jetzt gucken wir mal, wo hier unsere Paletten stehen. Die stehen bestimmt hinter dem Auflieger. Ja, da spitzen sie schon durch. Das zeige ich euch jetzt mal hier. Da stehen sie schon, passt auf, da ist unser Symbol, da stehen die Paletten und jetzt ist es jetzt natürlich die Frage wieder, das hat man immer wieder das Problem, wenn ich jetzt rückwärts hier ranfahre, dass die Fracht ich nicht richtig aufnehmen kann. Das ist das einzig Blöde an der Geschichte, aber da zeige ich euch dann zur Not einen Trick, wenn es jetzt nicht ganz funktioniert. So, jetzt schauen wir doch mal hier, ob das irgendwie funktioniert. Normal muss es ja, ich guck mal. Seht ihr, genau, dann schiebt man das praktisch zurück. Ich probiere jetzt mal ein paar Techniken. Genau, ich kann jetzt hier auch nicht Enter drücken, um die Fracht aufzunehmen. Dann macht einfach Folgendes, nutzt dazu bitte die Flycam, das ist so das einzige mögliche, was ihr machen könnt. Manchmal kommt ja auch dieses typische Fenster mit Überspringen, dass ihr praktisch die Fracht gleich aufnimmt, dann könnt ihr das natürlich auch machen, dann spart euch das mit der Flycam. Drückt die Flycam und drückt einfach Steuerung F9 und schon ist praktisch die Ladung an Bord. Ne? Also das vielleicht so als kleiner Tipp. Weil ich weiß nicht, warum das nicht so ganz funktioniert, kann ich euch nicht sagen, musste man oder der Modder müsste das dann vielleicht mal abändern. Wenn ich jetzt hier F6 drücke, dann seht ihr, habe ich jetzt hier Mehl transportiert und muss jetzt, wenn man das auf der Karte guckt, müsste ich jetzt erstmal nach Osnabrück fahren und mein Mehl wegbringen. Ne? Und dann habt ihr das praktisch jetzt hier, 8 Tonnen. Ob das jetzt hier auch wirklich 8 Tonnen, so wie es jetzt hier zu sehen ist, fahrtechnisch niedergelegt ist, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen, beim Trailer, ja. Aber hier kann ich es euch nicht sagen. Das ist, ich habe hier, guck mal, das ist vielleicht noch ein bisschen doof. Trailerkabel. Das finde ich jetzt natürlich nicht so schick, ne? Das ist natürlich doof. Ich kann die Trailerkabel auch nicht wegmachen. Geht ja auch nicht. Also wir haben jetzt hier einen imaginären Trailer haben wir hinten dran, der aber eigentlich gar nicht da ist. Das ist natürlich doof, ne? Weil der wandert dann auch mit, ne? Das ist ja doof. Das habe ich jetzt nicht gewusst.
Sieht doch witzig aus. Sieht aus wie so ein paar Schlangen hinten aus der, die man hinten so einfach so mit dabei hat. Ne? Ich kann auch in der Werkstatt. Die Trailerkabel kann ich abmachen. Da habe ich gar keine Möglichkeit dazu. Halt, stopp. Halt, stopp. Uiuiui. Nee, ich kann das nicht. Ich glaube, bei der Mod konnte man das nicht wegmachen. Also ich sag's mal so, wenn jetzt jemand sagt, es interessiert mich nicht, dann kann man drüber hinweg sehen. Sagen wir es einfach mal so. Es werden bestimmt einige Leute sagen, oh Leute, ey, das geht gar nicht. Also ich bin jetzt jemand, der wo sagt, ich bin jetzt auch, müsste noch gefixt werden, das finde ich jetzt nämlich nicht so toll. Das müsste nämlich weg. Ich kann es aber leider nicht. Ich fahre jetzt mal kurz in die Werkstatt, aber da war kein Punkt da, wo ich das jetzt abbauen könnte, weil das funktioniert jetzt hier nicht. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal. Man kann ja mal gucken gehen. Ob es da irgendwie eine Option gibt vom Modder her, dass er gesagt hat, komm, wir schauen mal, gibt es denn hier eine Möglichkeit, um das hier anzubauen, abzubauen. Gerade jetzt in dieser Variante jetzt hier, ne? Dass man das nur auf der Zugmaschine fährt. Wir gucken mal. Wir machen mal die Klotzen auf und testen mal. Ansonsten ist die Idee ja gar nicht so schlecht. Und ich finde es generell einfach ganz cool, sowas zu haben. Ne? So, jetzt passt mal, wir gehen jetzt hier nochmal rein. Haben jetzt hier praktisch unseren, hier wären eigentlich die Trailerkabel, aber ich habe jetzt hier keinen, ne, ich habe hier natürlich keinen Punkt. Ne? Das liegt hier nicht, das ist nicht mit dabei. Also hier sowieso nicht. Und wenn ich jetzt mal rausgehe, ich habe ja auch keinen Auflieger. In dem Sinne ist es praktisch nicht da, also kann ich es nicht ändern. Also es bleibt, wie es ist. Es wird einfach so angezeigt. Also damit müsst ihr leben, könnt ihr leben, müsst ihr nicht leben, das ist euch überlassen. Aber ihr wisst Bescheid, dass das so ist, wie es ist in dem Fall hier. Ne? Ich glaube, es hat mal einen anderen Mod gegeben, aber schon längere Versionen her. Ich weiß gar nicht, ob der noch funktioniert. Ich glaube, war auf der 1.40, meine ich. Da ging das dann auch, aber da waren keine Trailerkabel zu sehen. Deshalb, ja. Also, entweder ihr macht die Augen zu hier hinten, weil man fährt ja meistens eh in dieser Kombination hier oder so. Oder dann vielleicht ein bisschen anders, mit einer anderen Kameraperspektive. Da mag es vielleicht gehen. Aber ich bin eigentlich jemand, der gern so fährt, in der Position. Ja, dann finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber das muss jeder für sich selber wissen und selber entscheiden. Und dann, ja, müsst ihr halt mal gucken. Ne? Ja, ansonsten, wie schon gesagt, eine Umstellung müssen, also eine Mod, der Ansatz, wie schon gesagt, ist gut. Auch gerade für die Leute, die, es gibt ja diverse Sprinter-Mods auch, wo man das dann nutzen kann. Finde ich dann gar nicht so schlecht, oder? Also die Umsetzung ist so 50-50. Wenn da nochmal nachgebessert wird, würde ich es natürlich mega klasse finden. Falls ihr noch Fragen habt zu dem Mod und das lässt gerne machen, kommentieren, downloaden, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und so, ansonsten wünsche ich euch wie immer knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.